Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezockt spielt Summoners War. Es geht weiter. Ich hatte es ja schon gesagt, die Beschwörungsgems sind da. Also eigentlich habe ich gerade eben vor 30 Sekunden im Shop die 750 ausgegeben. Irgendwie hat die Aufnahme nicht so gefunzt. Aber ich habe noch keine Beschwörung gemacht. Da habe ich schon gesehen, irgendwas klappt da gerade nicht. Finde ich sehr glücklich, weil, ja... Wo haben wir, achso, ich habe ja umgebaut, aber das ist hässlich, ich muss mir das mal in Ruhe angucken. Eine mystische habe ich noch gefunden und wie gesagt, 750 Dings, ich habe hier im Mund, ich muss gerade ehrlich sagen, durch die zwei Wünsche, die ich gerade habe, kann ich ja nicht nochmal rein, wenn kein Wunsch mehr da ist. Doch. Ich habe halt einfach nur unverschämtes Glück. Ja, der zweite war die Energie, aber der erste waren nochmal die 50 Gems und ich ziehe eigentlich momentan, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist, vielleicht wollen sie gerade ja auch Gems an die Community raushauen über die Wünsche, das kann sein, dass nicht nur ich so einen Lack habe, sondern alle. Wollt kurz vorher noch auf ein paar Kommentare eingehen, bevor wir uns über die 12 mystischen Schriftrollen hermachen. Es wurde gefragt, wie ich halt an mystische Schriftrollen komme, da werde ich mal ein Video zu machen, das werde ich kombinieren, wie ich halt an Gems komme, um auch im Shop da rein zu kaufen. Also ich investiere keine Kohle da jetzt rein. Da fällt mir gleich das nächste Kommentar ein. Jemand, der über... Es haben ja mehrere Leute gemeckert unter dem letzten Video, dass ich ja das 5-Sterne-Monster... Manche haben sich gefreut, was mich sehr gefreut hat. Und als ein, zwei haben gemeckert. Das eine Meckern fand ich sehr... Oder zwei Meckereien fand ich sehr interessant. Bin jetzt mal zu faul, es hier einzublenden. Vielleicht mache ich das, überlege ich mir noch im Nachgang, wenn ich es schneide, aber das eine Kommentar war so vom Prinzip her, die Free-to-Play-Spieler kriegen ja alles. Und da habe ich mir gedacht, wie, es meckert jemand über Free-to-Play-Spieler? Normal meckern sie alle drüber, dass man Geld in ein Spiel investiert und dadurch einen Vorteil hat. Jetzt wird gemeckert über die Leute, die kein Geld investieren und was Gutes ziehen. Das ist dir freigestellt, Kommentarmeckerer. Du musst kein Geld investieren, du kannst dich auch auf dein Glück verlassen oder halt dein Pech verlassen. Das ist so die Frage. Also Fand hat mich sehr amüsiert. Scheiß Free-to-Play-Spieler. Bitte? Du musst kein Geld ausgeben, du kannst das in dem Spiel, ja. Und das andere Kommentar, jemand auch, der meint, rumschimpfen, ich habe es aber mal stehen lassen, das Kommentar, sehr witzig, weil, ich sag mal, wenn man Schimpfwörter benutzt oder sie meint benutzen zu wollen, sollte man sie richtig schreiben können. Ich weiß nicht mehr, irgendwie, glaube ich, Leon war dein Name, lern schreiben, dann darfst du meckern. Aber ich habe es stehen lassen. Dann gab es noch eine Anfrage aus der Community von jemand, der auch immer recht aktiv ist, auch mit mir schreibt, was ich immer ja gut finde. Wenn im Übrigen ich schreibbereit bin und Lust habe und nicht nachts im Halbschlaf mich durch die Dungeons noch kämpfe, dann bin ich in 499, da beschwöre ich immer, das ist, ich sag mal, mein Channel, aber da fühle ich mich immer ganz wohl und ich suche gerade den Musikstyler, heißt der, glaube ich. Ich muss mal selbst gucken, am Musik. Musikstyler, genau. Musikstyler hat gefragt, hier, könntest du mich ja mal besuchen, das... Ach, weißt du was, das machen wir jetzt einfach vorm Beschwören, sonst... Ja, also an sich können wir das mit den Besuchen durchaus machen. Ich gucke mir auch gern eure Monster an, aber bin da natürlich auch noch... Ich kann halt hier nicht in die... Aber ich kann hier auf Monster gehen. Gucken wir mal. Die Elogia hat er auf. Ach, ich kann auch mir die Runen angucken. Okay, dein Runenset finde ich jetzt ein bisschen, also das ist dein höchst ansortiertes Monster. Ihr müsst unbedingt bei den Runen gucken. Ich mache auch irgendwann mal ein Video über Runen. So langsam bin ich nämlich durchgestiegen. Hier unten, ich nehme mal die Maus, hier unten steht ja immer der Set-Bonus. Das heißt, Zweier-Set. Das steht auch immer, wenn ihr die Runen dann reinmacht, zeige ich bei mir gleich mal. Zweier-Set ATK Balken plus 4. Du hast da jetzt 5 Runen in die 6 Runen in die Elogia reingemacht und hast nur den einen Zweier-Set. Du hast zweimal hier die Nemesis-Runen. Wenn du jetzt noch eine Nemesis-Rune reinmachst, würdest du diesen Effekt zweimal kriegen. Also es ist immer wichtig, dass ihr die Runen Effekte ausnutzt. Also zum Beispiel zwei Energieruhen
bringen dir einen Energiebonus. Vier von den fatale Runen bringen dir den ATK-Bonus. Wichtig, nutzt eure Runenbonis aus. Auch hier, also hier hast du schon mal Schutz und Wille. Das Gute sind immer Zweiersets, aber nutzt die Runeneffekte. Ich sehe schon, du hast die Runen auch schon fleißig hochgemacht. Und an sich hast du es richtig gemacht. Auf die 2, 4 und 6. Ne, hier, das ist falsch. Gut, da ist viel HP auf der Rune und ATK. Aber wichtig, dass ihr immer auf 2, 4 und 6 Runen, also den Runenplatz 2, 4 und 6, das was immer hier in der Klammer steht, eine Rune draufhaut mit Prozent. Ich habe das auch nicht bei allen, weil ich halt nicht so viele Runen habe. Ich vermute mal, das ist jetzt hier dasselbe Herausforderung. Aber wen hast du hier? Die Kitsune, die ja dann du noch erwecken kannst. Die Bälle hast du schon auf 5 Sterne, schön. Du hast auch eine Megan, auch sehr schön. Du hast den Walk, guter Mann. Der Sess, auch ein guter Mann. Oh, guck mal, du hast... Oh, Epikon-Priesterin hast du, die habe ich auch letztes Mal gezogen. Dann hast du ein Vampir, das ist doch der... Wo ist er? Erwecken. Kann ich nicht sehen. Dann eine Himmelstänzerin, sehr schön. Na gut, der dunkle Werwolf, der ist auch geil. Und sonst tatsächlich, hier sind noch ein paar schicke 3-Sterne-Monster und noch ein paar die halt immer erwecken. Und du hast die Cookies schon voll, also spielst gerade fleißig, sehr schön. Also das mit dem Besuchen, ich will es jetzt gar nicht so hier in die Länge ziehen, wir wollen ja beschwören, aber können wir durchaus machen, wenn es Leute gibt, die ich besuchen soll, die das wollen, macht halt nur Sinn ab einem gewissen Level, aber da müsst ihr einfach mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt, also die anderen, ob ihr sowas sehen wollt, ich würde mich dann auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, ihr habt gesehen, das dauert jetzt mal so 5 Minuten, ich könnte da noch 2-3 Minuten investieren, also das heißt, 2-3 Besuche pro Video könnten wir da machen, heißt aber immer, die Leute müssen Freundesliste sein, das heißt, ich müsste immer Plätze für die Freunde, nein, was habe ich gemacht, für die Freundesliste freihalten, ja, also schreibt einfach mal, wie das für euch ist. Und jetzt gucken wir uns wieder drauf. Ich freue mich natürlich, ich muss es gar nicht sagen, das Video ist 2 Tage alt, das letzte, wo ich meinen 5-Sterne Bestienmönch gezogen habe. Da steht er auch noch im Übrigen hier neben. Ich vergesse immer, dass ich mit der Maus nicht klicken kann. Aber jetzt gucken wir mal, was wir wieder ziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nochmal ein 5-Sterne-Monster ziehe. Und selbst 4 Sterne, puh, wird schwer. Weil war ja erst vor kurzem, weil vielleicht haben wir Glück. Bringt wieder ein paar Daumen runter, wenn ich ja was Gutes ziehe. Ich weiß es, aber trotzdem wünsche ich mir das Glück. Und da hauen wir einfach mal rein. Ich möchte gar nicht lang schnacken. 3 Sterne wäre eine Epikon-Priesterin, also die Chloe, tatsächlich sehr schick. Und sonst gibt es wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel 3 Sterne, was ich gerne hätte. Wir gucken einfach mal. Hier haben wir keine Blitze. Das wird ein... Oh, ein... Das ist nicht der Wayne. Das ist der Himmelsteufelsjäger. Good with Despair, Blade... Gehen wir mal drauf. Er hatte das Monster nicht. Aber ihr seht schon... Ach, das ist Roger. Ignoriert die Verteidigung des Feindes. Feuert einen Pfeil auf Feind ab und entfernt einen hilfreichen Effekt. Mein Angriffsverhalten steigt, wenn ein Effekt entfernt wird. Greift alle Feinde 4-mal an. Also die sind eigentlich alle cool, die Teufelsjäger, muss ich sagen. Ich habe mit ihm, glaube ich, alle, oder? Habe ich den Wayne habe ich, den dunklen, okay, den Licht habe ich natürlich nicht, und den Feuer habe ich. Ja, okay. Also bin ich mit dem Himmels... Also hier stehen sie jetzt auch gerade zu zweit nebeneinander. Also finde ich nicht verkehrt, muss ich mir angucken, welchen... Also ich werde auf jeden Fall den anderen behalten. Wieder keine Blitze, sehr schade, aber zum Aufpumpen... Oh, noch eine Amazone. Ja, Magieschützin, meine ich ja, die Amazon ist die Kurzhaartante. Hiermit habe ich jetzt auch, glaube ich, alle Magieschützen. Ja, gut, halt eine Bewertung. Ich gucke mir gern, ich habe es letztes Mal schon gesagt,
lieber die Leute mit Level 40 angucken, die haben halt mehr Erfahrung als jemand mit Level 24, zählen mich da ja natürlich auch dazu. Also auch die kann ich mindestens mal gebrauchen zum Wegtrainieren. Wie gesagt, ich rechne ja nicht damit, dass wir irgendwie was Großartiges ziehen, aber auch hier keine Blitze. Aber das finde ich ein bisschen Verschwendung, so einzuziehen. Ja, müssen wir nicht gucken. Aber das ist ja, ich rechne ja nicht mit da, weil halt wirklich, oh, den kann ich in meinen Talg trainieren. Ich finde meinen Talg gut. Ich finde eigentlich nur den dunklen besser. Der ist aber ganz cool. Darum kann wegtrainiert werden. Das ist okay. Ich glaube, einmal Blitze für ein 4 Sterne könnte doch mindestens mal drin sein. Die Schlange. Auch die... Ich habe mich am Anfang entschieden zwischen Schlange und Talg. Ich finde sie beide jetzt so für Beginner, also Beginner bis auch mein Level zähle ich da noch dazu, ist es ein vernünftiges Monster. Wenn es dann wirklich zu High-End-Gameplay geht, dann sehe ich persönlich den Grad dann nicht so, aber ich habe jetzt so viel Ahnung vom High-End-Gameplay natürlich auch nicht. Aber komm, gib von hier, also Schnitt ist ja... Ist der Tau ist 3 Sterne? Wusste ich gar nicht. This monster is a killing machine. If set up with high grade fatal and blade wounds, I love this monster, sagt ein Level 32er. Gucken wir einfach mal rein. Oh, wir müssen doch jetzt nicht übertreiben. Ich wollte es mir nur angucken. Dim, 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 dim. Ja, ach, ja, hab ich auch gemerkt. Ist irgendjemand Level 40? Bibi, you are very... Gucken wir mal. Taoist hat er nichts gemacht. Naja, okay. Gucken wir uns später mal an. Er hat ein schickes Tempo mit 103, sehr gut. Attack, Defense, HP. Ist, glaube ich, ein bisschen los, müsste ich mir mal angucken. Täuschungsangriff erhöht die Crit-Rate, greift alle Feinde zweimal mit einem Sandsturm an und reduziert den Angriffsbalken mit einer Chance von 30% für jeden Angriff um 30%. Was? Okay. Fügt dem Feind mit einer großen Flamme großen Schaden zu. Gut, müssen wir gucken, was es wird. Ob Tau ist, habe ich noch keinen, habe ich mir auch noch nie tatsächlich angeguckt. Auch hier leider keine Blitze. Oh, die Cassandra, die haben wir ja schon. Das heißt, du wirst auf jeden Fall in die Cassandra trainiert. Oder ich überleg mal, weil die ist Fusionsmaterial, die Cassandra. Vielleicht behalte ich einfach beide. Ob komm, einmal grüne Blitze. Das auch. Danke. Wenn ich sag, und ein Schoker. Ein Lotion. Wie geil ist das denn? Das läuft momentan bei mir. Das ist doch Lotion. Ha, das läuft. Tja, eins der wenigen vier, nee, stimmt gar nicht, ich will viele 4-Sterne-Monster noch haben, aber genau das 4-Sterne-Monster, was, denke ich, jeder haben will, der ihn nicht schon eins, zweimal hat. Richtig guter Attacker. Richtig gut. Richtig gut. Oh, ich ernte mir wieder meinen Daumen runter und dass man es mir ja nicht gönnt. Ich weiß es. Es ist mir egal. Ich freue mich über jeden, der es mir gönnt. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr auch immer so viel Schwein habt wie ich. Das ist mal nice. Das ist nice. Genau wie der Yami da schreibt. Lucian is a killer. Hier, das hier ist so ein AOE-Angriff, der alle trifft. Das hier ist ein AOE-Angriff mit der Überraschungsbox. Und das hier ist noch ein heftiger anderer Angriff. Also sehr, sehr schick. Oh, wie gut ist das denn? Nee, ich will nichts kaufen. Richtig gut. 4-Sterne-Monster gezogen, was man echt gebrauchen kann. Freut mich sehr. Jetzt können wir noch ein paar 3-Sterne ziehen. Was ist da? Oh, der Wikinger. Ich glaube, der Feuer-Wikinger ist aber tatsächlich auch der beste und gar nicht so schlecht. Okay, der hat ihn nicht trainiert. Hallo. Wie ist kein Monster vorhanden? Okay.
Hier ist eine Joffrey, genau. Regeneriert die HP um 30% des zufügenden Stahls, stiehlt einen stärkenden Effekt, greift einen Feind an und reduziert seine Verteidigung Verteidigungsreduktion. Sehr nett. Greift mit einer fliegenden Axt an und fügt mit einer Chance von 30% 3 Runden lang kontinuierlich Schaden zu. Ja, also Joffrey ist ein guter. So, keine Blitze, aber von... Oh, nochmal. Ah, nochmal Talk. Den können wir auf jeden Fall wegtrainieren. Das ist mein Kriegsmammut, den ich irgendwann tatsächlich auch auf 5 Sterne machen will. Ja. Man sagt ja so, nochmal. Oh, nee, das ist eine Amazone diesmal. Erstens kann man da ranzoomen. Kann man? Nein, schade. Sie hat einen sehr schicken Bikini an. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die Amazone, die man für Fusion... This monster is nice first. The bounce. Ja, ich denke auch. Lohnt sich da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Schade, dass man hier nicht zoomen kann. Aber ich glaube, das ist eine Fusions... Oder die blaue? Ich weiß es nicht. Können wir gleich... Nee, das Video ist jetzt schon so lang durch. Das... Nein, die letzte mystische. Also man sagt ja im Schnitt, dass man pro 10 bis 12... Wo ist denn das Mammut? Das füttern wir erstmal. 10 bis 12 ein 4 Sterne kriegt und ich glaube das andere ist 100 oder so ein 5 Sterne Monster, aber so, die beiden gehören da rein. Nee, entwickeln können wir nicht. Ja. Einmal Kampfsturm, also zweimal, restliche hatte ich ja schon voll gelevelt. Das ist aber gut, da knallt er ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, ich mag Talk einfach, weil er HP-Monster mit Defense, also Schadensreduzierung ist für sich selbst und dann noch alle heilen kann. Wie gesagt, ich überlege tatsächlich, ob ich ihn auch 5 Sterne mache. Ich weiß, da werden manche den Kopf zusammenschlagen über den... Gucken wir... Ne, keine Blitze mehr. 3 Sterne und ja, nochmal ein Golem. Juhu. Aber ich will nicht meckern. Ich habe Lucian gezogen. Und Lucian, wie gesagt, in meinen Augen oder in vielen anderen Augen einer der beste. Ich glaube, ich habe einen der Freundesmonster. Gucken wir mal rein. Die können wir uns eh irgendwann mal in Ruhe angucken, weil ich habe coole Freundesmonster. Weil ich coole Freunde habe. Das seid nämlich ihr. Nein, aber manche von euch haben wirklich coole. Also ich will jetzt gar nicht so auf die anderen eingehen, weil die können wir uns wirklich mal in Ruhe angucken. Hier haben wir einen Lucian Attacke 888. Und so weiter. Tempo, ich glaube, der ist sogar tatsächlich gar nicht so gut gerohnt. Doch, 888, ich will jetzt vergleichen das mal hier mit der Beretta. Oder wir gucken mal. Ja, also 888 Attack ist schon ein ordentlicher Wert. Ich vergleiche da mal mit dem Solzheim Lagmaron 801, also... Ihr seht, und er ist erst 39, hier habe ich auch einen mit dem Phönix als Freund, also das gucken wir uns irgendwann mal an. Und hier der ist Oliver, hat den Tessarion, auch der ein nettes Monster. Aber ich möchte gar nicht so lang rumschnacken, wieder eine lange Folge geworden. Ja, 11 Schriftrollen, 1-4 Sterne dabei, 3 Sterne, ja, ich warte immer noch auf die Chloe, dass ich sie krieg, aber mit Lucian bin ich voll und ganz happy, sogar total happy. Und darum sage ich jetzt, den werde ich auf. Können wir gucken, ob ich ihn vielleicht sogar schon erwecken kann. Wobei ein 4 Sterne... nein, mir fehlen 10. 10 Windessenzen hohe, also das wird dann tatsächlich noch ein bisschen dauern. Aber richtig cool. Er hat die dritte Fähigkeit noch nicht. Die kriegt er erst, wenn er erweckt ist. Also heißt es, wenn Wind kommt, muss ich hart farmen. Und, tja,
das war's auf jeden Fall. Viel zu lang wieder, aber hat sich doch gelohnt. Ne? Ja, ich freue mich über das Zuschauen. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Auch wenn ihr mir nicht das Monster gönnt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Weil, tja, für mein unverschämtes Free-to-Player-Luck kann ich natürlich nichts. Aber ich drücke euch auch die Daumen. Macht's gut. Bis dahin.